Hey, hallo. Diese wunderschöne Musik ist ganz was Neues. In Kirby's Adventure gehen wir hier rein in das zweite Level. Und da kommt schon wieder gleich eine ganz andere Musik. Ach, habe ich sie vermisst. Die 2 Sekunden gerade. So. Wenn wir Glück haben, verschwende, dann... Hey, ich bin da dran. Oh, nein! Scheiße. Da ist bestimmt ein Geheimgang oben gewesen. Und wenn wir Glück haben, dann ist dieses Spiel nach dieser Aufnahmesession vorbei. Das sollte ja nicht mehr so lange dauern. Wo muss ich hin? Am besten nicht in den Gegner. Hä? Was ist, wie ist das passiert? Eigentlich dachte ich, ich bin sicher gewesen. Ich kann es mir gerade nicht erklären, wie das passiert ist. Eigentlich hat er mich nicht erwischt. Irgendwie hat er geschossen und dann bin ich total überrascht. Das war nicht nett. So, du verschwindest. Du verschwindest. Ich wette, ich muss da rein. Höchstwahrscheinlich. Hier brauche ich einen Hammer. Nehme ich an. Krieg ich jetzt einen? Nee, krieg ich nicht. Scheinbar war das wieder nur ein blöder Bonusraum, in dem ich nichts anfangen kann. So, schon hier bitte schön einen Hammer herkriegen. Ich guck einfach nach einer Sterntür, das ist dann meistens die richtige. Irgendwo, manchmal kann ich runter, manchmal kann ich nicht, dann gibt es Barrieren und dann werde ich getroffen. Das ist so gemein. Gehen wir hier rein, egal ob da ein Stern ist. Hier muss es weitergehen. Da habe ich jetzt aber mal Glück gehabt, dass ich hoch bin. Das war gar nicht beabsichtigt. So. So. Ich muss auch aufpassen, ich bin gleich tot. Aber scheinbar läuft das ganz gut. Verzieh dich. Der täuscht doch nur an, oder? Glück gehabt. So, sind wir wieder hier. Wir haben eine nette Blume da oben. Und noch mehr Blumen. Ah, riecht das schön hier. Muss ich hier rein? Ja, kann ich nur. Die altbekannte Umgebung. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich will nicht sterben. Oha. Massive Explosion hier. Aber solange sie mich nicht treffen, bestaune ich sie nur. Da muss ich rein. Wenn ich da jetzt noch reinkomme, dann bin ich durch. Ja. Ah, eine Sterntür ist immer nur, wenn ich das Level dann geschafft habe. Gut. Also sozusagen der Ausgang. Damit wäre dieses Rätsel jetzt auch gelüftet. Und wir können in das nächste Level. Dabidabidubidu. Wieder checkige Musik. Juhu. Ansonsten sieht alles ziemlich gleich aus. Interessant. Das brauche ich, sonst sterbe ich. Dankeschön. 2 Striche gibt das. Das ist sehr, ich möchte sagen, geizig, aber weniger als es sein könnte. Man kann sich ja auch nicht irgendwie verbessern. Man kann nicht mehr Striche irgendwann kriegen. Wie bei Zelda mit Herzen. Vielleicht sollte ich mir... Nee. Solange ich ihm ausweichen kann, mache ich das auch. Ich komme da nicht hoch. Toll, ich muss ihn besiegen. Cool, sehr nett. Da hatte ich gar keine Chance. Cool, und das war dumm. Das ist richtig gemein, da habe ich 0 Chancen. Wenn er mich einfach kaputt rennt, da muss ich das Blatt nehmen. Ich frage mich gerade, ob ich ihn überhaupt besiegen muss. Oder ob ich da einfach runterfliegen kann. Nein, er springt. Moment. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht runter. Jetzt wäre ich beinahe gestorben. Gib mir ein Blatt. Hahaha. Noch einen braucht er. Der macht Erdbeben. Ganz böse Erdbeben. Ja, er springt wieder. Fick dich. Weg mit dir. Hilfe. Hey, da sind Türen. Komm ich da nicht her? Ich glaube, ich komme da her. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber es muss... Ja, da komme ich her. Es muss ja halt passieren irgendwann.
Jetzt kennen wir schon seinen Trick. Nein, ich hab nicht gekriegt. Da muss ich das Blatt wieder nehmen. Das ist ja genauso gut. Er springt immer. Der Bastard. Gib mir ein Blatt. Haha, jetzt hat's gereicht. Wenn ich auf kurzer Distanz stehe, ist das manchmal viel besser. Kann er nicht mehr ausweichen. Ja. Ey, er will immer noch rein. Aber komm, das schaffen wir jetzt. Kennen wir schon. Ganz schwacher Trick. Blöde. Haha, was sagst du jetzt? Brauche ich diesen Hammer vielleicht? Hier nicht. Wieso komme ich jetzt hier oben rein? Davor bin ich nicht hier oben rein. Wahrscheinlich ist da irgendwie sowas weggegangen. So ein Stein. Aber vorher kam ich auf keinen Fall hier rein. Hier, Bonuskram will ich nicht. Ist wahrscheinlich Bonus. Hier geht's bestimmt weiter. Oder auch nicht. Muss ich mal gucken. Oder hier ist der Bonus. Ich raff es nicht. Das sieht mir sehr nach Bonus aus. Was? Was habe ich gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ich habe irgendeine Schleuse aufgemacht. Das bringt mir nichts, diese Flasche, weil ich schon voll aufgeladen bin. Na gut, dann gehen wir in die andere Tür rein. Ey, nein! Komm her! Scheiße! Und jetzt kommt der wieder, der... Fick dich einfach. Ich kann's nicht glauben. Das Spiel verarscht an einem laufenden Band. So, das kann ich gebrauchen. Jetzt kann ich's gebrauchen. So. Die Maske des Todes ist weg. Und wir bewegen uns an den Masten entlang. Die Tür ignoriere ich. Noch eine Maske des Todes. Und hier geht's nicht weiter. Hier unten vielleicht. Ist immer die Frage, was ist die Bonustür und was ist die richtige? Ich gehe ja meistens in die falsche. Probieren wir's mal. Das sieht mir doch richtig, oder? Nee, komm ich nicht weiter, dann ist es falsch. Das ist hier die Bonustür. Cool. Dann gehen wir eben hier rein. Was sollen diese komischen Steine mitten in der Luft? Die sollen mich wohl nur irgendwie irritieren und abhalten zu fliegen. Ein Stern. Damit geht's dann in... Was geht denn schon in die nächste Welt? Was? So, wir sind früh, oder? Nee, einfach nur eine neue Ebene. Okay. Ich habe das Spiel immer noch nicht verstanden, ist fast zu Ende. Okay, es geht einfach nur in eine andere Ebene. Aber dieselben Gegner. Sehr kreativ. Die mag ich nicht. Ich hab's geschafft. Autsch. Egal, Ich hab's bald geschafft. Vielleicht wird das hier schon das letzte Video. Das wäre doch geil. Kommt drauf an, wie gut ich noch durchkomme. In den letzten Leveln. Die Musik wird nicht besser. Sie wird nur noch checkiger. Ich wollte das Blatt treffen, Mann. Wieso hat er sich gerade unsichtbar gemacht? Wie kann er das? Don't understand. Ah doch, die Musik kenne ich schon irgendwo, ja, die ist irgendwie cool. Irgendwie macht die Fun. Die Musik ist gar nicht mal so übel. Nehmen wir an, ich muss hier rein. Das war nur eine leise Vermutung. Das war richtig Sauglück. Also das Schwert ist schon richtig spaßig. Da komme ich aber nicht dran. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Wahrscheinlich mit diesen Typen irgendwie, mit denen ihrer Fähigkeit. Aber darauf habe ich jetzt keinen Nerv. Da ist Bonus bestimmt. Dann geht's hier weiter. Ein Leben. Krieg ich das? Drei Leben! Boah, ich will die. Egal, ich brauch die nicht. Ich hab Game Over und endlich und Continuous. Bam. Ich bin ewig lebend. Wie eine Katze, nur
tausendmal mehr Leben. Millionenmal, unendlich mehr. Di-di-di-di. Ulkisch, ulkisch. Komm, wieso krieg ich ihn nicht? Weg mit dir. Dann nehme ich an, ich muss hier hoch. Ist ja immer sehr linear, das ist das Schöne an diesen alten Spielen meistens. So, ich hab's wieder, cool. Dieser Stern ist also echt gar nicht mal so übel. Ich hatte keine Chance eben, mich rechtzeitig umzudrehen. Unmöglich war das. Raus hier. Ich bin draußen lieber, da hab ich irgendwie mehr Bewegungsfreiheit, finde ich. Als so drinnen eingefärscht. Au, wie soll man denn da ausweichen? Unmöglich. Wunder, dass ich noch lebe. Jetzt kommt bestimmt ein Boss. Ne, noch keiner. Aber irgendwann kommt ein Boss und dann habe ich noch einen. Energie. Dingens. Balken. Genau. Verpiss dich. Ich spiele ganz schön Risiko hier unten, aber ich bin irgendwie lieber hier unten als oben bei den Vögeln. Aber jetzt muss ich hoch. Ne, muss ich gar nicht. Das ist unfair. Das ist unfair. Das war gemein. Diese Falle war unfair. 7! Yay! Level 4! Eben habe ich gelesen, Gemeinschaftsmeer. Nein, es ist das Orangenmeer. Trotzdem habe ich auch keine Lust auf Orangen. Eis, das hatten wir noch nicht. Das hat noch gefehlt. Aber mir macht das Rutschen überhaupt nichts aus, denn ich kann fliegen. Und jetzt ist das Eis schon weg. Das war ein sehr kurzer Auftritt des Eises. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Grüner Kleberschleim. Und ein Dingens. Genau, das meinte ich. Ist jetzt nur ein scheiß Bonus gewesen jetzt. Ich glaub's nicht. Wo muss ich hin? Fick dich. Fickt euch alle. Mal ins Knie. Ey, ich komm ja nicht mehr weg. Ich will hier weg. Ich muss mich doch nicht etwa umbringen. Hier geht's gar nicht weg. Oder muss ich alle Gegner umbringen? Der geht einfach aus dem Screen und kommt wieder. Und dann schießt er mich kaputt. Mit seinem Laser. Hier geht es nicht weiter. Unsichtbare Tür. Ah, da ist doch eine Tür. Die habe ich vorher nicht gesehen. Die war nicht da vorher. Die war auf keinen Fall da. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Da war keine Tür. Ich hätte sie doch gesehen. So. Bam, 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 bam. So. Ich denke, hier oben die Tür erscheint mir sympathisch. Deswegen. Oh, jetzt kommt er direkt wieder. Ich hab nur gerade gestört. Oh, shit. Das ist nicht das, was ich als fair bezeichnen würde. Und das auch nicht. Ey, wo bin ich? Ich hab das Spiel geglitscht, oder? Ey, das war sogar... Hä? Ich dachte, schreckt das Leben jetzt. Ich hab keine Ahnung, was das war. Ich hab das Spiel geglitscht. Das war so nicht vorgesehen und das auch nicht. Ich geh oben lang. Oben ist mir lieber. Supi. Das ist richtig unfair, diese fliegenden Fischis. Richtig unfair. Dieser Hintergrund, dieser lila Hintergrund, was soll das? Der gefällt mir nicht. Der verwirrt mich nur. So, raus hier. Level geschafft. Dankeschön. 7. Ich raff es einfach nicht, diese 7. So. Level 6. Dann hätten wir es fast geschafft. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Sterne? Ach, das kenne ich doch. Da war ich auch schon mal in sowas. Ich erinnere mich. Aber da war kein Eis, oder? Da war kein Eis. Da waren aber solche Dinger hier oben so. Verwirrende Lichtereffekte. So Gardinenvorhänge. So Gardinenvorhänge möchte ich auch mal. So, jetzt sind wir im All. Warum nicht? Scheiße, das war. Fein hätte ich mich. Ja, okay. Okay. Was kommen die so schnell angesaust? Wie soll ich denn da ausweichen? Diese UFOs. Jetzt muss ich schon gegen UFOs kämpfen. Ich schau einfach ab.
Oh, und sie schießen mich ab. Ja, ich bin gleich tot. Ich brauche das da unten unbedingt. Das ist Lebensrichtig. Ja! Die wussten halt, dass man hier das braucht, wenn man so voll abgefickt wird hier. Muss man auf gut Deutsch sagen. So. So. Oh, welche nehme ich? Oben ist immer positiv gedacht. Nein! Ich hasse sie so! Ich hasse sie! So, jetzt habe ich vielleicht bessere Chancen, wenn sie beide auf derselben Seite stehen. Yes, sir! Das ist eine gute Strategie gewesen, die ich mir gar nicht überlegt hatte. Oh! Oh, 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 oh. Beide auf dieselbe Seite, das ist perfekt. Das ist so perfekt. Wieso bin ich so gut geworden? Ich glaub's nicht. Habt ihr gesehen, wie... Das war Rekordzeit. Das war Rekordzeit. Ey, Lolli. Was ist das? Ah, ich bin unverwundbar, denkt man. Nehme ich an. Das kenne ich doch auch aus Kirby's Dream Land. Nein, dann nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich nur springen. Ich will nicht fliegen, ich will laufen. Ein Stern in Kirby. Überhaupt nicht von Mario abgekupfert. Nein, nicht da. Rein hier. Bevor der Gegner durch die Wand geflogen kommt. So. Oh. Da habe ich Angst. Das war vielleicht in der ersten Welt ein fähiger Feind, aber inzwischen ist das nur noch ein Witz. Da. Kommt runter oder muss ich hochkommen? Nee, der kommt schon. Nein! Piss dich. So, next one. Ich glaube, ich sollte... Oh, ich rutsche echt richtig arg. Das ist doch gar nicht so leicht, wie ich dachte. Komm, ich muss ihn einsaugen. Der nächste? Kommt keiner mehr. So. Ey, Mann, ich rutsche. Das war unfair. So. Hey, cool. Ich habe ihn irgendwie doch mit meiner Puste umhauen können. Sind's endlich geschafft, dankeschön. War ja doch fast ein Problem. Also war nur fast. Ganz knapp. Schon wieder Level geschafft. 2. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut ist oder schlecht ist, aber sonst ist es mal 7. Kommen wir zum Endgegner, ne? Ja. Und ich bin ja voll fit dafür. Von meiner Energie her. Hol's dir. What the fuck? Ach, du Scheiße. Ach, das ist Schwert. Schwertkampf. Hä? Der verträgt aber eine Menge. Und mehr als ich jedenfalls. Na gut, aber... Oh. Ich glaube, der sollte nicht so schwer werden. Nette Idee. Das kennt man schon aus dem Intro, glaube ich, diesen Kampf. So. Letzter Versuch. Dann würde ich gerne over wieder. Haha. Und haha. Da muss immer noch ein bisschen fliegen mit Time und dann gucken, dass er nicht in einen reinrennt. Nein, und dann kriegt er mich. Oh shit, dieses Fliegen, das macht mich alle. So. Ich glaube, das ist am sichersten, wenn ich es immer so mache. Immer von hinten kommen, genau. Immer von hinten kommen. Er kann scheinbar nicht fliegen. Das ist sehr nachteilig für ihn. Das wird eng. Ey, wieso? Der kann voll gut antäuschen. Ey, jetzt springt er. Scheiße. Ich hatte keine Chance, er ist zu gut. Der hat was drauf. Das ist jetzt eine harte Nuss. Das war's. Nose. Ich hoffe, am Ende wird nicht gezeigt, wie oft mein Game Over war. Sehr peinlich. Du schneidest schon raus. Gehen wir in den Endbossraum. Nochmal.
Langer Weg. Ich glaube, zu Fuß wäre schneller gewesen. So, jetzt aber ein bisschen Strategie ausdenken. Gegen den schwarzen Ritter oder den pinken. Von wegen Strategie. Ich habe keine Chance. Das kann ich auch, hä? Aber es bringt nichts. Da ist er immun gegen. So. Jetzt dreht er völlig durch. Dann so und dann muss ich abhauen, aber hab keine Chance mehr. Okay. Eigentlich sollte der schaffbar sein. Aber er ist so schnell. Dreht völlig durch. Was willst du? Was willst du? Du lässt mich nicht mehr runter, oder was? Wow, 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 wow. Hi, hi, hi. Mann. Komm her. Lass mich doch mal runter, Mann. Ich habe keine Chance gegen den, der ist zu gut. Ich habe doch keine Strategie. Keine wirkliche. Das bringt gar nichts. Für die Katz. Wie oft will der denn geschlagen werden? Wie oft hält er aus? Ja, von hinten, cool. Der ist so gut, der hat eine gute Schule besucht. Da muss ich dann doch ein bisschen früher stehen. Okay, hol mal zu uns. Wie machen wir das? Jetzt, er hat nichts abgezogen bekommen. Das sehe ich gerade. Wieso hat er nichts abgezogen bekommen? Wann kriegt er denn was abgezogen, ist die Frage. Jetzt hat er was abgezogen bekommen. Aber warum? Jetzt wieder. Ich weiß nicht genau, wie ich den kriegen soll. Kann ich nicht hier oben stehen? Ne, kann ich nicht. Zum Glück kann ich fliegen. Aber ist auch ein großer Nachteil. Verpiss dich. Ich will ihn einfach kaputt hauen, aber das... Ich brauche eine V-Mode. Verzieh dich. Mach dich vom Acker. Das war doch so schön, aber er hat mich auch gekriegt. Ich habe keine Chance. Keine Chance. Du lande von Bangle. Er geht einfach durch mein Schwert und trifft mich kaputt. Grrr. Das ist nicht leicht. Das ist ja schon der Endboss. Könnte sein, wenn ich mal das überlege. Aber ich hatte eigentlich gedacht, DDDDD wird der Endboss. Ja, es hat keine Verletzung bekommen. Ach, ich muss ihm vielleicht erstmal die Maske vom Gesicht schlagen, oder was? Dann ist er erst verletzt. Er hat gar keine Maske. Was ist das überhaupt für ein Wesen? Was willst du eigentlich von mir? Ja! Ja, das ist eine Strategie. Jetzt habe ich eine Strategie. Kurz davor und dann... Das ist eine gute Strategie. Wenn ich das so umsetzen kann, wie ich meine, dann sollte das doch funzen. Und dann weg. Also da gehört schon eine gehörige Portion Glück dazu, aber ich denke, ich dürfte es haben irgendwann. Beim 100. Versuch. Oh, jetzt kommt er von oben. Ein ganz großer Trickster. Aber da musst du schon früher aufstehen. Jetzt kommt er wieder von oben. Okay, das war jetzt gemein. Aber jetzt könnte ich ihn kriegen. Ich habe ihn fast. Ja! Dankeschön. Oh, Mann. Mein Herz. Dankeschön. Was kommt jetzt? War es das oder kommt noch eine 8. Welt? Ne, die 7. Ich bin jetzt eine 6. Stimmt. Eine 7. kommt bestimmt noch. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Regenbogenträume. Machen wir noch das erste Level. Dann mache ich erstmal einen Schnitt. Was ist
ist das? Oh, Lady. Oh, geil. Ja, geil. Was ist das denn? Ich komm deine Schnur drauf, komm. Du. Bam. Das ist cool, das ist. Was ist das für ein Material, frag ich mich, diese Wände. Ich bin irgendwie in einer Paralleluniversum. Wie ist das, die Welt nochmal? Habe ich wieder vergessen. Es könnte aber nicht hier hoch. Ich kann nicht von... Nee, kann ich nicht. Ich kann nur gerade schießen. Doch, kann ich. Ah, deswegen... Jetzt weiß ich, warum der da steht. Jetzt ergibt das Sinn. Ah, da hast du wohl nicht mit gerechnet. Also, ah, gut. So. Langweilig. Ich will schneller. Hier durch. Ich will hier durch. Ganz schnell hier durch. Und dann bin ich schon durch. Schon wieder Energy Drink Flasche stehen lassen. Schon zum zweiten Mal heute. Das kann. Ah, okay. Nein, ich hab ihn kaputt gemacht. Idiot. Jo, bin wieder voll. Jetzt kommt das wieder. Aber diesmal gibt's mich nicht. Jetzt, ja genau, das ist gut. Ah! Yeah! Ich will da runter eigentlich schon. So! Yeah! Scheiße. Aber es hat mich nicht getroffen, komischerweise. Wieder nicht. Ich hab's irgendwie kaputt gemacht. Yay! Yeah. Das ist geil, das ist richtig cool. Weiter geht's. Bisschen neue Farben. Aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Ist ja schon sehr, sehr alt, das Spiel. Eins der letzten Spiele für den NES. Und eins der wenigen mit Farbe und deutschen Bildschirmtext. Und das war das erste Level. 7? Nein, 3. Cool. Cool oder auch nicht, wer weiß. Das schon. So, dann würde ich sagen, wir machen hier ein Schnitzchen und wir machen dann das zweite Level im nächsten Video. Tschüss, ich bin Sam.